Das EQ-Menü erreicht ihr, wenn ihr den EQ-Taster einen Moment gedrückt haltet. Jedes Profile kann mit dem Equalizer in vier Bändern geregelt werden: Bass, Middle, Treble und Presence. Beim Profiler habt ihr die Möglichkeit, die Position des EQ zu verändern. Er kann entweder vor oder hinter der Gainstufe sitzen. Normalerweise ist der EQ hinter der Gainstufe. Das bedeutet, wenn ihr an den Reglern dreht, ändert sich nur das Klangbild. Der Equalizer hat keinen Einfluss auf den Zerrgrad. In mittlerer Position ist der entsprechende Regler nicht aktiv. Dreht man nach links, wird abgesenkt, dreht man nach rechts, wird der Frequenzbereich angehoben. Wenn ihr den Soft Knob 1 über dem Display drückt, dann könnt ihr die Position des EQs verändern. Nun ist der Equalizer vor der Gain-Stufe. Pre wird angezeigt. Jetzt hat die Einstellung des EQs neben der Anhebung oder Absenkung des Frequenzbereichs auch deutlichen Einfluss auf das Zerrverhalten des Profiles. Das passiert zum Beispiel mit einem Mid-Gain-Sound, wenn am Mittenregler gedreht wird. Ihr könnt hiermit sehr gezielt auf das Gain-Verhalten eingreifen und den Zerrgrad noch feinfühliger einstellen. Dieses Profile hat in seiner ursprünglichen Form einen typischen Marshall-Charakter mit einer mittenbetonten Verzerrung. Die Klangregelung ist neutral in der Mitte eingestellt. Wenn man nun den EQ vor die Gain-Stufe setzt und dann die Höhen und Presence weit angehoben werden, kann man aus diesem Profile einen Vox-ähnlichen Sound mit einer sehr crispen Verzerrung erzeugen.